weil mir die Spielphilosophie des Trainers entspricht, weil ich die gleiche habe. Und das ganze Projekt des FC Homburg war sehr interessant für mich. Ja, ich will immer spielen, aber am besten vorne drin oder hinter der Spitze. Andi Knipfer, Paddy Lienhardt, Christopher Theissen, ich meine, kann jetzt noch ein paar mehr aufzählen, die kannte ich alle schon. Ja. Ja, als kleiner Bub da reingeschmissen worden und dann immer dabei geblieben. Und ich habe einfach eine fußballerische Familie. Ja, in der Jugend hat es eigentlich ganz gut geklappt mit dem Tore schießen, ja, dann bin ich halt immer vorne geblieben. Und im Training muss ich sagen, weil ich jeden Tag mit ihm zusammengearbeitet habe, war es Matze Rahn. Der hat mich da schon ganz schön hergenommen. Ja, wenn es geht, so viel Zeit mit Familie und Freunden verbringen und mit der Freundin. Rose. Ibrahimovic. Gibt keine, einfach locker sein und sich aufs Spiel freuen. Ja, der Aufstieg in die dritte Liga mit Sportfreunden Lotte und natürlich im DFB-Pokal die Erstligisten ausgeschaltet. Dass er ganz schnell vorbeigeht. Gibt's keine Antwort. Gibt's nichts. Typisch saarländisch, die Sprache.